Der Tag nach der Apokalypse. Bilder aus Nagasaki. Keine andere Sammlung von Fotografien existiert auf der Welt wie diese, 1945, unmittelbar nach dem Abwurf der Atombombe, aufgenommen. Präzise und ausführlich zeigt dieses Kaleidoskop des Schreckens die angerichteten Schäden und die grauenvoll zugerichteten Menschen, die in Ruinen verzweifelt auf Hilfe warten. Bislang gab es nahezu keine Hinweise auf die Identität der abgebildeten Menschen oder auf ihre Lebensumstände an jenem Tag. Nagasaki am 10. August 1945. Dies ist die Geschichte von 115 Fotos und von einigen Menschen, deren Leben nach jenem Tage weiterging. Nur wenige überlebten den atomaren Tod. Bis heute. August 1945. Drei Tage nach Hiroshima werfen die Amerikaner eine zweite Atombombe über Japan ab. Es ist 11.02 Uhr. Das Ziel, die Stadt Nagasaki. Als die Nachricht, dass im 70 Kilometer entfernten Fukuoka stationierte Armee-Pressekorps erreicht, wird unverzüglich ein Fotograf nach Nagasaki abkommandiert. Der Befehl, den der damals 28-jährige Yosuke Yamahata erhält, lautet, eine Fotodokumentation zu erstellen, die die angerichteten Schäden und das Befinden der Menschen in der Stadt Nagasaki darstellt. Yamahata nimmt den nächsten Zug und trifft am frühen Morgen des folgenden Tages in Nagasaki ein. In einem Umkreis von einem Kilometer um das Zentrum der Explosion war alles sofort restlos zerstört worden oder völlig abgebrannt. Bis zu 2 Kilometer vom Epizentrum entfernt waren 80% aller Gebäude dem Erdboden gleichgemacht worden. Mehr als 73.000 Menschen in der Stadt hatten augenblicklich den Tod gefunden. Unmittelbar nach seiner Ankunft holt sich Yamahata im 3 Kilometer vom Epizentrum gelegenen Hauptquartier der Militärpolizei eine Fotografieerlaubnis. Er beginnt seine Arbeit um 6 Uhr früh und fotografiert etwa 9 Stunden lang. Langsam bewegt er sich nach Norden, entlang der Hauptstraße, die am Hauptbahnhof und am Werksgelände einiger Munitionsfabriken vorbeiführt. Sein erstes Foto ist eine Totale. Auf genau dieser Straße. Zahlreiche Menschen bewegen sich auf das Explosionszentrum zu, in der Absicht, Hilfe zu leisten oder nach vermissten Verwandten zu suchen. Andere, die Yamahata fotografiert, streben in die entgegengesetzte Richtung. Sie sind auf der Flucht, weg aus dem Zentrum der Verwüstung. Unweit des Hauptbahnhofs von Nagasaki macht Yamahata diese Aufnahme von 2 verletzten Jungen. Der ältere der beiden trägt seinen von schweren Brandwunden gezeichneten jüngeren Bruder auf dem Rücken. Der ältere war der 18-jährige Norimichi Inoue, der andere sein 6-jähriger Bruder Masaki. Beide leben nicht mehr. Der Vetter der beiden, Hisashi Tanaka, war an dem Tag, als die Bombe fiel, mit ihnen zusammen. Am Morgen waren die drei gemeinsam zum Krankenhaus gegangen, weil der kleine Masaki am Bein behandelt werden musste. Gegen 10.30 Uhr erreichten sie die Klinik. Um 11 Uhr war Masaki ins Behandlungszimmer gebracht worden.
Sein Bruder und sein Vetter warteten draußen auf dem Gang, als plötzlich ein gewaltiger Lichtblitz aufzuckte. Ich wusste sofort, es war eine Bombe. Ich weiß noch, wie ich aufstand und mich wieder hinsetzte. Was danach geschah, weiß ich nicht mehr. Als ich wieder zu mir kam, lag ich in einem Feld auf meinem Rücken. Ich dachte, die beiden Inouyes wären tot. Später erfuhr er, dass Norimichi seinen jüngeren Bruder auf die Anhöhe hinter dem Krankenhaus getragen hatte. Am nächsten Morgen hatten sie sich dann auf der Suche nach Hilfe zurück in die Stadt geschleppt. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Foto gemacht. Masaki klammert sich eng an seinen Bruder. Das Bild zeigt deutlich die schweren Verbrennungen an seinem Körper. Eine Woche später starb er. Es ist das erste Mal, dass ich dieses Foto so gründlich anschaue. Der Gesichtsausdruck der beiden ist so ganz anders als gewöhnlich. So viel Schmerz und Leid liegt in den Gesichtern. Ich hatte sie nie so gesehen. Masakis Gesicht, völlig verstört vom Schrecken der Atombombe. Ja, das verrät mir sein Gesichtsausdruck. Norimichi, der ältere Bruder, starb 1981 im Alter von 53 Jahren. Er hat fast nie über die Atombombe gesprochen. Zwei amerikanische Filmemacher hatten den Einfall, die Fotos zu restaurieren, die Yosuke Yamahata am 10. August 1945 in Nagasaki geschossen hatte. Chris Beaver und Judy Irving wurden 1990 für ihren Film über die Gefahren der Atomenergie, Dark Circle, mit einem Emmy Award, dem Oscar für Dokumentationen, ausgezeichnet. Die beiden hatten Yamahatas Fotos in Nagasaki entdeckt. Sie beschlossen daraufhin, die ursprüngliche Schärfe der Negative der gezeigten Szenen wiederherzustellen und die reproduzierten Fotos in einer Wanderausstellung in den USA auszustellen, als einen Appell an das Gewissen der Nation. Yamahatas Sohn Shogo hatte sich bereit erklärt, Beaver und Irving die Originalnegative zu überlassen, die er seit dem Tode seines Vaters 1966 sorgfältig aufbewahrt hatte. Er reiste nach San Francisco, um bei der Restaurierung dabei zu sein. Die Restaurierung erfolgte in Zusammenarbeit mit einer Firma, die sich auf Bildbearbeitung mittels Hochleistungscomputern spezialisiert hat. Die Negativvorlage wird zunächst in digitale Signale umgewandelt. Kratzer und Flecken, die sich im Laufe der Jahre auf der Negativoberfläche gebildet haben, kann man durch Computertechnik verschwinden lassen.